in Russland nicht dabei. Spitzname Krieger, spielt bei den Bayern in der Bundesliga im Mittelfeld. Wer kann das ja wohl sein? Hey! Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum 7. Türchen des Panini DFB Adventskalenders. Ja, Wolski Leute, und das 7. Türchen haben wir wieder hier unten. Irgendwie sind die ganzen hohen Zahlen oben und die niedrigen Zahlen hier unten, weil wir hatten hier schon die 4, wir hatten die 1, wir hatten die 5, wir hatten die 6, wir hatten die 3 und jetzt kommt auch noch die 7 dazu. Die 7 ist hier nämlich da oben. Ich habe den jetzt hier so schräg wieder hingestellt, dass ihr den ganzen Adventskalender im Überblick habt. Auf jeden Fall, das 7. Türchen ist schon am Start, Leute. Fast haben wir ein Drittel des ganzen Adventskalenders. Und ich mache das 7. Türchen jetzt hier mal auf. Und ich hoffe, ihr habt den Matchtext Adventskalender schon gesehen, das 7. Türchen davon. Weil das Video kam ja schon online. Wenn nicht, checkt es auf jeden Fall noch aus. Und den Ravensburger Adventskalender gibt es natürlich auch noch heute Abend. Und mal gucken, was für Karten wir jetzt hier bekommen. Tada. Mario Gomez als Sticker. Sehe ich jetzt schon mal. Adventskalender bleibt stehen. Und let's go. Oh, richtig nice. Richtig, richtig nice. Aber erstmal starten wir mit dem Sticker. Das ist der Sticker von Mario Gomez. Mario Gomez als goldener DFB-Sticker P7 für das 7. Türchen. In jedem Türchen ist halt ein Sticker drin. Und am Ende zeige ich euch das komplette Poster mit den ganzen Stickern, weil da beim Adventskalender war auch noch ein Poster dabei, wo man die Sticker halt aufkleben kann. Das zeige ich euch als Spezialvideo mit den ganzen Karten auch nochmal am 25.12. oder am 26.12. Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wann ich das hochladen werde und wann ich das aufnehmen werde. Joshua Kimmich haben wir hier noch als Porträtkarte. Auch richtig, richtig nice. In Rottweil geboren, Größe 1,76, Gewicht 72 Kilogramm, 1995 geboren und Debüt hat er gegen Slowakei gemacht. Das Nationalmannschaftsdebüt und hat da gegen die Slowakei mit 1:3 verloren. Der Kimmich, der Joshua Kimmich, der Stürmi ist am Start hier. Und dann haben wir noch Joachim Löw als Trainerkarte und das ist mal richtig cool, oder? Solche Trainerkarten sollte es eigentlich auch in jeder Serie geben, meiner Meinung nach. Bei der WM-Serie sollte es sowas geben, von jeder Nationalmannschaft der Trainer. Das wäre nochmal so ein extra Spezial. Oder als Limi wäre es zu viel. Aber Trainerkarten feiere ich extrem, muss ich sagen. Egal, ob er einen Trainingsanzug beim Training oder einen Rollkragenpullover an der Seitenlinie trägt. Er hat seine Nationalmannschaft in über 10 Jahren zu großen Erfolgen geführt. Joachim Löw, Weltmeister, Confed Cup-Sieger, sind natürlich die größten Titel, die er so geholt hat, der Jogi Löw hier, ne? Leute, das war's hier mit dem 7. Türchen des Panini DFBs Adventskalenders. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Und nachher gibt es auch das 7. Türchen des Ravensburger 3D Puzzle Adventskalenders. Das war's, haut rein und tschüssi.